dir die tollen Puppen an. Willst du nicht mit ihnen spielen? Ich hasse Puppen. Ich hasse Spielzeuge. Die sind für Babys. Aber du bist zu jung, um üble Monster Teil 3 zu spielen. Nein, bin ich nicht. Ich habe keine Angst mehr vor Monstern. Immerhin bin ich jetzt ein... Ein großer Junge. Ja, ich weiß. Sehen wir uns stattdessen noch einen Cartoon an. Ich hätte Patati und Mr. Kartoffel. Diese Show ist für Babys. Ich bin ein großer Junge. Spielen wir doch mit deiner Schneekugel. Hey, was ist das? Das ist gar nichts. Hey, das ist unfair. Komm schon, was sind das für Geschenke? Naja, ich kann dir nicht sagen, dass das Adrians Geburtstagsgeschenke für die nächsten 35 Jahre sind. Denn du würdest es deinem Bruder Nino sagen und der würde es Adrian sagen und der würde denken, dass ich total verrückt bin. Vielleicht bin ich das sogar. Ich bin einer von Santa Claus Elfen und habe eine geheime Mission. Ich passe auf eine seiner Geschenketonen auf. Aber das interessiert dich ja gar nicht, denn Geschenke sind für Babys, richtig? Und du bist ein großer Junge. Das ist eine Lüge! Dass du ein großer Junge bist? Nein, dass du einer von Santa Claus Elfen bist. Mehr darf ich dir nicht verraten. Moment, das heißt, dass du mir schon mein Weihnachtsgeschenk geben kannst. Grobotech der Zerstörer! Ist leicht. Müsste das größte Geschenk in der Truhe sein. Sekunde mal, ich dachte, Spielzeuge sind für Babys. Sind sie auch. Jedenfalls die meisten. Aber Grobotech ist anders. Was du nicht sagst. Tja, tut mir leid, aber es gibt strikte Weihnachtsregeln. Man öffnet Geschenke nicht früher. Santa verteilt sie an Weihnachten, nicht an Ostern oder Halloween. Sonst werden deine Geschenke vielleicht von einem Hasen oder einer Hexe geliefert. Aber da du ihn kennst, kannst du ihn doch fragen. Kannst du ihn nicht anrufen oder ihm eine E-Mail schicken? Oh, nein. Man darf Santa Claus nicht stören, nur an Weihnachten. Den Rest des Jahres ist er am Nordpol. Und überwacht die Produktion der Spielzeuge. Dein Geschenk ist auch gar nicht hier. Wir Elfen passen nicht auf Geschenke von Kindern auf, die wir kennen. Es hat einer der anderen Elfen. Santa ist der Einzige, der weiß, wo es ist. Denn er weiß, wer was bekommt. Er hat eine Liste mit den braven Kindern. Es gibt eine Ausnahme bei den Weihnachtsregeln. Wirklich? Welche denn? Welche denn? Santa darf eine Ausnahme machen, aber nur für das Kind mit dem besten Benehmen der Welt. Wer ist das Kind mit dem besten Benehmen der Welt? Vielleicht Ladybug? Immerhin hat sie Paris schon 1 Million Mal gerettet. Das ergibt Sinn. Oder ein Kind, das Chaos, das es verursacht hat, aufräumt und ganz ruhig mit Spielzeug spielt, das für sein Alter gemacht ist. Marinette, wir sind zurück! Hattet ihr Spaß? Ja, na klar. Wie war der Film? Super. Danke fürs Aufpassen, Marinette. Was ist denn los, Kumpel? Ich will, dass sofort Weihnachten ist. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie auf diese Idee kommt. Okay, wir gehen dann mal lieber. Mach's gut, Süße. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ja, mach's gut, Nino. Bis bald, Chris. Ein Weihnachtself mit einer geheimen Mission? Mal ehrlich, Marinette, findest du nicht, du bist zu weit gegangen? Doch, absolut. Das war total lächerlich. Aber ich konnte ihm nicht die Wahrheit wegen der Geschenke sagen. Außerdem habe ich Chris nur eine nette kleine Geschichte erzählt, die ihn hoffentlich etwas Geduld lehrt. Apropos Geduld, ich habe eine Idee, was ich Adrian zu seinem 50. Geburtstag schenken kann. Hilfst du mir? Schnee? Wow, wie lange habe ich geschlafen? Das war's, Santa Claus. Du bist umstellt. Gib auf und provozier keinen Kampf. Wir suchen Santa Claus echt überall. Wir suchen Santa Claus echt überall. Er entkommt uns nicht. Zurück auf den Bürgersteig! Auf der Straße zu Ende ist der Bus! Hast du Santa Claus gesehen? Okay, das ist nur ein Traum. Ich gehe wieder ins Bett. Wieso hast du das getan, Tiki? Siehst du, du träumst nicht. Wenn das so ist, bedeutet das... Sieht aber schon wie ein Albtraum aus. Tiki, verwandle mich! Ja!
Santa Claus? Haben Sie Santa Claus gesehen? Santa Claus? Aber es ist doch noch nicht Weihnachten. Hier ist Nadja Schamak. Seien Sie gespannt, es wird brillant. Paris wird von gigantischen Spielzeugen belagert, die auf der Suche nach Santa Claus sind. Santa Claus, hier ist Major Teddyski. All deine Spielzeuge gehören uns. Wenn du dich nicht umgehend stellst, fliegt das kleine Städtchen Paris im Nullkommanichts in die Luft. Was ist hier los? Cat Noir, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Ich denke, ich weiß es, Milady. Ich bin bei Santa Claus. Wir verstecken uns auf der Eisbahn. Bin gleich da. Ich kann's nicht fassen. Du bist wirklich Santa Claus? Nein, ich bin der verkleidete Osterhase. Sie sehen meine Ohren nicht wegen der Mütze. Natürlich bin ich Santa Claus. Oh, okay. Du musst wissen, ich war wirklich ein sehr braver Junge. Ich rieche Kaminfeuer und Zimtplätzchen. Santa Claus muss in der Nähe sein. Soldaten, stellt euch auf! Zu Befehl, Colonel Wuff Wuff! Mir nach! Hier lang! Wir suchen Santa Claus echt überall, er kommt uns nicht! Für Luna, Maya und Talia, wenn ich meinen Töchtern erzähle, dass ich dich getroffen habe, flippen sie aus! Santa Claus? Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber was machst du hier? Es ist noch nicht Weihnachten. Ich habe keine Ahnung. Meine Elfen und ich waren damit beschäftigt, die Spielzeugproduktion fürs nächste Weihnachten zu überwachen. Doch plötzlich, bang, wache ich in meinem Schlitten im Himmel über Paris auf. Fliegende Wälse haben meinen Schlitten zerstört. Meine Rentiere konnten entkommen, aber mich hätten sie gekriegt, wenn Cat Noir nicht gewesen wäre. Findest du das Ganze nicht auch sehr merkwürdig? Nicht merkwürdiger als die Reinkarnation eines Pharaos oder den Herrn der Tauben, die von magischen Schmetterlingen verwandelt wurden. Hm. Aha, haben wir dich! Mit meinem Geruchssinn habe ich dich erschnüffelt, Santa. Folge mir und leiste keinen Widerstand. Zurück, Santa! Kriesmeister verlangt sein Geschenk. Kriesmeister? Weihnachtsgeschenke muss man sich verdienen und man bekommt sie nur an Weihnachten. Wenn du denkst, dass ich die Regeln breche, dann bist du auf dem Holzweg. Jetzt wartet mal kurz. Es ist doch nicht nötig zu kämpfen. Das ist nicht der Gedanke von Weihnachten. Hä? Wäre es denn so schlimm, wenn du die Geschenke früher verteilst? Nur dieses eine Mal. Hör auf diesen schlauen Mann. Wo wir dabei sind, ich wünsche mir neue Schlittschuhe. Die können für meinen nächsten Wettbewerb gebrauchen. Die Idee gefällt mir. Ich wünsche mir... Halt! Das wird auf keinen Fall passieren. Oh, wieso nicht? Es gibt strikte Weihnachtsregeln. Man öffnet Geschenke nicht früher. Ich verteile sie an Weihnachten, nicht an Ostern oder Halloween. Sonst werden eure Geschenke vielleicht von einem Hasen oder einer Hexe geliefert. Oh nein, was habe ich getan? Aber kannst du nicht eine Ausnahme machen? Tradition ist Tradition. Wenn wir sie nicht mehr respektieren, ist das das Ende von Weihnachten. Oh... Also, einen Fall gibt es schon, in dem ich eine Ausnahme machen könnte. Und zwar für... Das Kind mit dem besten Benehmen der Welt, das ganz oben auf der Liste der braven Kinder steht. Bravo, Ladybug. Wenigstens einer kennt die Regeln von Weihnachten. Euer Kriegsmeister ist bestimmt nicht das Kind mit dem besten Benehmen der Welt. Wenn das so ist, Soldaten, Angriff! Angriff! Ah! Wieso so viel Hass? Ladybug, Cat Noir, beschützt Santa. Ich kümmere mich um die Spielzeuge. Dreifache Achsel und von einer Sitzpirouette in einen zweifachen Kolo. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Du hast scharfe Zähne für ein Spielzeug. Lass mich runter! Ich denke, ich weiß, wer der Meister ist. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Wer ist das? Ich muss das erst überprüfen, um sicher zu sein. Darf ich, Santa? Hm. Der Geruch von Kaminfeuer und Zimtplätzchen, das ist so weihnachtlich. Hier, Santa Cat. Da! Ich rieche Santa Claus Duft! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten euch allen! Da ist er! Ich kann ihn riechen! Er ist ganz in der Nähe! Mir nach! Ladybug! Komm mit, Santa. Ich weiß, wo wir Kriesmeister finden. Kries! Kries! Kries!
Ladybug, mein Bruder Kreese war in seinem Zimmer und dann ist er plötzlich verschwunden. Santa Claus? Hoho, hallo Nino. Nino, ich denke, Kreese wurde akkumatisiert. Ist dir an seinem Zimmer irgendetwas aufgefallen? Seine Lieblingsspielzeuge sind auch weg. Plastiksoldaten? Ein Wels? Ja, und sein Dinosaurier. Dann ist er der Meister der Spielzeuge, aber er könnte überall sein. Wie sollen wir ihn nur finden? Bitte rette meinen kleinen Bruder, Ladybug. Glücksbringer! Oh, Briefpapier? Du lässt Überraschungsgeschenke erscheinen? Willst du mir Konkurrenz machen? Natürlich, du hast recht. Ein Überraschungsgeschenk. Kriege ich mein Weihnachtsgeschenk jetzt schon, Santa? Bitte? Ich kann keine Ausnahme machen, Ladybug. Außer? Für das Kind mit dem besten Benehmen der Welt, aber... Guck doch mal auf die Liste. Oh, das ist ja unglaublich. Ladybug, du bist das Kind mit dem besten Benehmen der Welt. Immerhin hat sie Paris schon 1 Million Mal gerettet. Das ergibt Sinn. Lieber Santa, ich möchte das gleiche Geschenk wie Kreese Laif, was es auch ist. Bist du dir da ganz sicher? Du weißt, das ist das einzige Geschenk, das du dieses Jahr von mir kriegen wirst. Ja, ich weiß, aber so kann ich Paris und Ninos kleinen Bruder retten. Ach, du hast es wirklich verdient, oben auf meiner Liste zu stehen. Frohe Weihnachten, Ladybug. Danke, Santa. Bring dich in Sicherheit. Ich regel das jetzt. Da wir gerade dabei sind, Santa, wo stehe ich auf der Liste? Kreese Meister, ich habe dein Weihnachtsgeschenk. Komm und hol's dir, wenn du es willst. Meister, wir haben Santa Claus gefangen genommen. Er dachte, er könnte uns reinlegen, wenn er sich wie Cat Noir verkleidet, aber wir haben ihn durchschaut. Ihr wurdet reingelegt. Das ist Cat Noir, der sich als Santa Claus verkleidet hat, nicht andersherum. Ihr seid solche Babys. Sucht weiter. Das macht nichts, Kreese Meister. Du hast dein Geschenk doch jetzt bekommen, also brauchst du Santa Claus nicht mehr. Ich, im Gegensatz, habe mein Geschenk noch nicht bekommen. Hol dir Cat Noirs Miraculous. Dann müssen wir nur noch Ladybugs magische Juwelen in die Finger kriegen. Gib mir deine Pfote, Katze. Hogmoth will deinen Ring. Ist ein blödes Weihnachtsgeschenk, aber das ist dein Problem. Ladybug? Weihnachtsgeschenke werden an Weihnachten verteilt und nur an die braven Kinder, Kreese Meister. Leider haben du und Hogmoth es nicht auf Santas Liste geschafft. Da liegst du falsch, Ladybug. Du hast mir gerade mein zweites Geschenk gebracht. Was ein Beweis dafür ist, was für ein überaus braver Hogmoth ich dieses Jahr war. Nutze die Fähigkeiten, die ich dir verliehen habe und hol dir ihre Miraculous. Ich bekämpfe euch mit meinen Geheimwaffen. Euch selbst! Viel Spaß, ihr Trottel! Jetzt wissen wir wenigstens, dass sich der Akuma in der Schneekugel versteckt. Dann besiegen wir mal uns selbst. Glücksbringer! Kataklysmus! Glücksbringer! Kataklysmus!
bei denen endet die Spielzeit wohl nie. Aber meine Spielzeit ist abgelaufen. Ich verwandle mich schon sehr bald zurück. Pass auf! Ah. Dann zeigen wir ihnen mal schnell, wer die besseren Spieler sind. Es ist vorbei. In ein paar Sekunden gehören ihre Miraculous mir. Die Weihnachtsbescherung ist dieses Jahr früh. Glücksbringer! Kataklysmus. Soll ich mit meiner Kraft die Spielzeuge zerstören? Glücksbringer! Vielleicht geht's nicht anders. Aber eigentlich brauchen wir sie, um die Schneekugel zu zerstören. Ho, ho, ho! Nehmt das, ihr ungezogenen Spielzeuge! Ah. Santa Claus! Zu deinen Diensten, Ladybug. Ich lasse nicht zu, dass dem Kind mit dem besten Benehmen der Welt was passiert. Ich kümmere mich um die beiden. Das Kind mit dem besten Benehmen der Welt? Das bin ich. Das ist unfair. Meine Spielzeuge. Komm schon, Chris. Gib mir die Schneekugel. Du hast dein Weihnachtsgeschenk. Wenn du nicht willst, dass ich dir dein Geschenk wegnehme, Chris-Meister, darfst du nicht vergessen, dass du mir Ladybugs und Cat Noirs Miraculous bringen sollst. Spielzeug oder Schneekugel? Nein, tu das nicht! Oh, ho, ho. Hör auf, Ladybug, du wirst es nicht bereuen! Nein! Danke, Kriegsmeister. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr! Tschüss, kleiner Schmetterling. Gut gemacht! Lebt wohl, Freunde. Lebt wohl, Santa Claus. Lebt wohl? Warum? Kriegsmeister hat Santa mit seiner Fähigkeit hergeholt. Und wenn alles repariert wird... Verschwinde ich. Bis nächstes Weihnachten. Miraculous Ladybug! So, mein Großer, geht's dir besser? Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr an viel. Keine Sorge, es ist alles gut. Komm her, mein Großer. Cat Noir, könntest du Chris bitte nach Hause bringen? Mit Vergnügen. Wiedersehen, Ladybug. Du hast meine Weihnachtsgeschenke gestohlen, Ladybug. Aber mein Geburtstag steht vor der Tür. Und glaub mir, ich sorge dafür, dass du diesen Tag niemals vergisst. Danke, dass du noch mal auf meinen Bruder aufpasst, Marinette. Habt Spaß. Aber sicher, das wird super. Wir sind doch total gute Freunde. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass ich einer von Santas Elfen bin, aber du hast dich verhalten wie... Ein Baby, ich weiß. Maman sagt, Lügen ist falsch. Also von jetzt an sagen wir uns immer die Wahrheit, okay? Okay, aber du musst aufhören, so zu tun, als wärst du erwachsen. Du bist kein...
ein Elf, aber du hast ein anderes Geheimnis, oder? Ein anderes Geheimnis? Du meinst sowas wie eine geheime Identität? Nein, das Geheimnis in der Truhe. Hä? Okay, die Wahrheit. Dass dieser Junge, in den ich verliebt bin. Nein, hör auf! Ich hasse romantisches Zeug! Oh, ich bin ja so verliebt! Ich träume davon, mit ihm Händchen zu halten und mit ihm die Sterne anzusehen.